Ach- und Krachgeschichten. Heute Karstadt. Hier gibt's ganz viel Rabatt. Die brauchen schnell ein Feigenblatt. Und das ist Karstadt. Für Karstadt nimmst du einen grauen Bunker, baust zwei Fenster rein und schreibst Karstadt ran. Dann brauchst du noch tolle Qualitätsprodukte, so wie das hier. Machst noch schicke Mondpreise dran und dann ab damit in die Innenstadt. Super. Jetzt noch schnell beim Marathonlauf die Schilder umgestellt. Und zack, landen ganz viele Kunden bei Karstadt. Ist ja toll, sagen die Karstadt-Manager. So ein Selbstbedienungskaufhaus ist ja voll praktisch. Dann bedienen wir uns doch einfach auch mal selbst. Und hauen das ganze Geld auf den Kopf. Aber Mist, hat die Konkurrenz den Käufermarathon zu sich umgeleitet. Kommt keine Sau mehr zu Karstadt. Reagieren die Karstadt-Manager sofort mit drastischen Maßnahmen. Nämlich mit, abwarten und Tee trinken. Nanu, kommt immer noch kein Schwein zu Karstadt. Da hilft nur eins. Noch mehr abwarten und noch viel mehr Tee trinken. Mist, ist nicht nur das Geld alle, sondern auch der Tee. Damit die Karstadt-Manager neuen Tee zum Abwarten kaufen können, geht's den Mitarbeitern ans Portemonnaie. Freuen sich die Manager. Geht wieder bergauf mit Karstadt. Ach nee, falsch rum. Kein Problem für die Chefs. Kurz mal auf die Tränendrüse gedrückt. Nee, nicht so, sondern mit einer rührenden Unterschriftenaktion. Nach dem Motto, du bist Karstadt. Und dann schnell unter den Rettungsschirm der Bundesregierung. Nach hinten. Hier hinter Opel, Schaeffler, Märklin, Schießer, all den anderen. Schön hinten anstellen. Und nächste Woche Bankrettungsschirm, Zukunft für Karstadt gesichert. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Klaus.